Bamberg. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, dass was die meisten vergessen, ist ein Location-Zertifikat zu erzeugen für diesen Schlüssel. Das macht jetzt erstmal gar nichts. Ich gebe auch, jetzt kann man verschiedene Sachen sagen. Ich gebe jetzt gar nichts ein, weil ich erzeuge jetzt ein Location-Zertifikat, das ich einfach nur benutze und weglege. Das ist nur im Fall, dass ich meine Passwörter vergessen habe oder es nicht mit meiner Schlüssel ankommt, dann kann ich damit irgendwas machen. Und man sieht, was er ausgibt, kann man schon eine Datei runterladen. Das ist nicht allzu viel. Das ist meine Frage. Du hast jetzt eben die gleiche Passphrase eingegeben wie beim ersten Schlüssel. Ja, weil ich meine. Es macht aber keinen Sinn, wenn du eben sagst, dass man diesen Revoke dann nimmt und den Passphrase nicht mehr kennt oder den Schlüssel nicht mehr findet, weil dann finde ich ja den Revoke wahrscheinlich auch nicht mehr. Deswegen jetzt noch. Jetzt habe ich den Passphrase gerade eingegeben. Und dann weiß man seine Passphrase auch. Wobei man hat seinen Schlüssel noch und den ist noch nicht veröffentlicht. Wobei so eine Location-Signatur, die man erzeugt, die wird praktisch wie so eine Selbstsignatur darunter gepackt nachher und die Kennzeichnung der Schlüssel einfach noch als widerrufen. Wir machen mit der jetzt aber gar nicht, sondern ich drucke die mal wieder aus. Und packe die dann in ein Buch oder irgendwo rein, wo ich weiß, dass ich die vielleicht mal wieder finde. Also das nicht braucht. Und das kann man, das ist so wenig, also bei DSA ist es sehr kurz, da kann man das dann auch mal abtippen auch wieder. Wenn man es mal braucht. Wenn man das braucht, ist halt, dann nimmt man das, legt das in den UPG rein, egal wie an den öffnenden Schlüssel und schickt das an den Server. Das ist ein Auto beschrieben, wie man das macht. Nur ist es wichtig, dass man das erst erzeugt. Es hilft nicht, wenn man nachher den Passwort vergessen hat und kann da nichts mit machen. Dann kann man da auch keine Revocation mehr machen, weil man weiß nicht. Identität ist ja nicht anders, man kann nicht darauf zugreifen. Was man jetzt als nächstes macht, ist in der Regel Send Keys an, also da brauchen wir Key-ID für. Key-ID ist letztendlich dasselbe wie der Fingerprint, nur halt. Das letzte Stück des Fingerprints. So, der versucht jetzt, diesen Schlüssel auf einen öffentlichen Schlüsselserver zu schicken. Damit das praktisch das Telefon, da kann jeder das dann nachsehen. Das wird jetzt hier natürlich nicht funktionieren. Aber sonst macht man das oder packt das so irgendwo anders hin, wo man das auf den Schlüssel zugreifen kann. Man kann in den Textformat exportieren. So kann man ihn exportieren und auch eine Website. Jetzt haben wir das gemacht und was wir jetzt als nächstes verschlüsseln wir was? Der Schlüssel ist jetzt noch nicht gegeben. Er ist nicht zertifiziert und ich denke auch nicht, dass ich das heute noch erklären kann. Also, was man macht, ist eine Key-Signing-Party. Vergleicht man den Fingerprint und signiert den Schlüssel. Das ist ein Aufbau. A heißt Armor, das heißt also nur, dass wir halt das im Basic Support Format ausgibt, damit wir irgendwas sehen können. Und ich will was verschlüsseln und signieren. Und das Ganze. Ja,
es gibt natürlich eine Konfigurationsdatei. Und in der Konfigurationsdatei kann man angeben, dass er immer, wenn er irgendwas verschlüsselt, das auch noch zusätzlich einen weiteren Schlüssel verschlüsselt. Das macht man deswegen, damit man seine eigenen Mails, die man geschickt hat, auch nochmal nachher selber lesen kann. Verschlüsselt man das nämlich nicht nur an den Empfänger, sondern auch an sich selbst nochmal. Und das ist hier mein Test, das ist mein Test-Account hier. Und deswegen das Problem. Das wollte ich mich eigentlich auch noch fragen. Achso, ich signiere das. Fragen jetzt noch der Nutzer-ID? Kann man Hilfe eingeben? Und jetzt könnte man auch mehrere ja eingeben. Denn normalerweise wird man das mit Strich R spezifizieren auf der Kommandozeile, aber so, es gibt halt auch so einen Modus, dass man das so eingeben kann. Oh. Ganz schnell gemacht, aber der Verarbeiter versucht zu verschlüsseln an den ersten Schlüssel, der den ersten erzeugten privaten Schlüssel, der ist aber auf einer Smartcard und da kam er jetzt gerade nicht dran. Und ja, PCSC hat auch seine Nachricht. Und sowas sollte eigentlich vorkommen. Ich benutze normalerweise kein Ding. Ist ein Rest. Deswegen habe ich gesagt, er soll jetzt signieren. Signieren Strich O auch von Roland und schickt es auch an Roland. Wir haben jetzt diese Nachricht, die würde nochmal, die ist jetzt auch in der Datei raus. Die würden wir jetzt dann verschicken. Und der Empfänger kann jetzt einfach Folgendes machen. Der bleibt hier rein, jetzt gehe ich noch ein bisschen da los. Man sieht jetzt ja, der öffentliche Schlüssel, mit dem das verschlüsselt worden ist, ist 0D13 so und so. Und dazu wird der Hauptschlüssel der. Und dass man jetzt Passwörter braucht, um zu verschlüsseln. Und was finde ich denn hier? Ne? Und jetzt gebe ich meine Passwörter ein. Geht nicht, kann auch einfach. So. Da ich jetzt alles einfach so in der Pipeline hatte, sieht das alles für mich aus, dass einige auch noch Standard R oder Standard auch Standard auf. Also, kann das jetzt auch sagen. Und was man halt sieht, ist halt, dass das halt verschlüsselt war mit AES 256, also 256 mit AES Cypher. Ich hatte keinen Dateinamen, klar kann ich nicht da haben, weil das so eine von Standard Income und die wurde dann zu dem Zeitpunkt erzeugt, das Ding irgendwie trotzdem werden muss und es wurde signiert von dem und das ist eine gute Signatur, das ist okay gewesen. Wenn die jetzt irgendwie verändert, wenn die Nachricht irgendwo verändert gewesen wäre, stand da Welt Signature und Bank und hat irgendwas modifiziert. Das möchte ich jetzt aber nicht vorführen. Wo ist eigentlich die Nachricht, die man für die Nachricht kam? Wenn ich das jetzt so mache, da kam meine Nachricht. Ich hatte ja vorher schon benutzt, ne? Ja. Und, das steht ganz rum. Ob es jetzt wirklich war, weiß ich nicht, aber. Also man kann das natürlich auch mit Dateinamen angeben und dann eine Extension dran und abgenommen und Strich O kann man es in der Datei schreiben lassen und so weiter, was möglich ist. Ne? Das ist nur nicht ganz so anschaulich. Schlüsseln. PKIs.
PKX, Public Key Infrastructure, heißes Thema, keiner mag sie und man kann damit viel Geld verdienen oder konnte dann viel Geld damit verdienen, wie man die Lösungen verkauft hat dafür. Weil das Problem mit PKI, PKI soll heißen, gerade heißt Public Key Infrastructure. Das heißt, auf der ganzen Welt, jeder, der einen Schlüssel braucht, irgendwie identifizierbar ist. Und die Idee war, dass es eine globale Zertifizierungsstelle gibt, die dann auch andere Zertifizierungsstellen zertifiziert und die letztendlich den Nutzer zertifizieren, also den Schlüssel unterschreiben. Das klappt alles, das hat noch nie geklappt. Ne? Aber dann kannst du alles Feedback und was fehlt, es sind sehr viele öffentliche Schlüssel, aber keine Infrastruktur. Denn was wir haben, ist halt, dass Organisationen intern halt ein PKI für sich aufbauen, da klappt das, weil man damit einfach das die internen Abläufe einer Firma kann man oder einer Organisation kann man damit gut abbilden. Das ist überschaubar, das geht. Wenn es größer wird, geht es nicht mehr. Das Problem ist halt, wer ist für wen verantwortlich? Ne? Weil letztendlich, das ist immer eine Frage der Verantwortlichkeit. Und man versucht mit PKIs alles Mögliche zu machen und als Lösung für alles zu verkaufen, klappt aber alles nicht. PGP benutzt auch letztendlich eine PKI, aber das ist kein hierarchisches Modell von oben nach unten, sondern das nennt sich Web of Trust. Also das ist, was PGP implementiert, aber es ist nicht, was im Protokoll steht. Das OpenPGP-Protokoll definiert kein PKI und kein Trust-Modell in irgendeiner Art und Weise, sondern stellt ein Verfahren bereit. Dazu sagen. Das ist eine reine Implementierung, sondern das PGP und auch OpenPGP sowas implementieren. Im Standard steht dazu nichts drin. Im Gegensatz zu S-Man oder X509 steht im Standard drin und da kann man nicht machen. Das Web of Trust ist einfach, dass halt jeder diesen seinen Schlüssel unterzeichnet und da bildet sich so ein Netzwerk von Schlüsseln und dahinter steht der Mensch. Und damit ist es möglich zu bestimmen, der kennt den und der hat den Schlüssel unterschrieben und den vertraue ich. Und darüber kann man irgendwie berechnen, wie vertrauenswürdig der Schlüssel ist, ob der wirklich zu der Adresse gehört. Weil das geht automatisch, das ist das Trust-Modell. Und, deswegen machen wir diese Key-Signing-Partys. Wenn man sich trifft, seinen Ausweis zeigt und den Finger und dem anderen gibt, damit er das dann unterzeichnen kann. Nachdem er halt verglichen hat, dass auf dem Ausdruck halt der Name draufsteht, dass der Name mit dem Namen in einem Dokument, im Pass oder sowas übereinstimmt. Also war auch alles viel zu kompliziert, glaube ich, funktioniert alles. Funktioniert toll und toll für Hacker und so. Aber sonst für geschlossene Gruppen funktioniert gut, aber auf Kurs nicht. Es gibt eine PKI, die eigentlich kaum eine Infrastruktur ist, die einfach super funktioniert, die jeder versteht, das ist SSH. Dann nehmen wir einfach den Schlüssel, den wir haben, den öffentlichen Schlüssel, kopieren den auf den Server, Authorized Keys rein. Und wenn der da ist, dann funktioniert das und wenn nicht, funktioniert das nicht. Das kann man ganz einfach verstehen, da ist kein Netz und keine Hierarchie und es ist ganz einfach. Einfach zu handhaben. Das skaliert aber schlecht. Hat der jeder wahrscheinlich nicht gemacht. Hat nicht so überstehen, aber letztendlich so für die breite Masse der Bevölkerung geht das wiederum nicht. Was soll man machen? Da gibt es so komische Arbeitsgruppen, Messarbeitsgruppe, die völlig Unsinn machen. Die wollen Mime rausschmeißen, weil Mime irgendwie, Amerikaner mögen kein Mime. Aus unverständlichen Gründen könnten wir stundenlang das Wort behalten. Verstehe ich nicht warum. Die mischen das alles zusammen mit irgendwelchen Domain-Keys und anderen Unsinn, was sie da alles machen. Aber letztendlich die Idee dahinter steht und von Domain-Keys ist gut. Was wir gerne haben, ist die Möglichkeit festzustellen, ob eine Mail zum Beispiel von der Bank so und so kommt. Ja, um zum Beispiel diese Phishing-Angriffe, die vielen Leuten Sorgen machen, also Banken, weil sie Geld damit verlieren, oder was gegen zu tun. Und da gibt es, der Thomas Röster hat mich auf die Idee gebracht, es gibt da eine ganz simple Idee eigentlich, was man machen kann. Wir haben etwas, was jeder benutzt und wovon jeder auch davon ausgeht, dass es sicher ist. DNS. Wir wissen alle,
vieles ein DNS ist nicht sicher. Das stimmt nicht, aber wir gehen implizit immer davon aus, DNS ist sicher und hoffen, dass gar nichts passiert. Es gibt ein sicheres DNS, es wartet nur noch zusammen mit IPv6, ne? Das DNS-Sec hat mindestens ein ganz fundamentales Problem. Ja, es ist alles nicht perfekt. Aber letztendlich gibt es Möglichkeiten, DNS auch sicherer zu machen. So, und die Idee dabei ist einfach jetzt, warum binden wir unsere Schlüssel nicht einfach direkt ans DNS dran? Implizit machen wir das, weil wir haben ja unsere Mailadresse, die keinen gelebten braucht, und jeder schickt es an die Mailadresse. Warum soll ich jetzt nicht, da lande ich in Lux, warum soll ich jetzt nicht kontrollieren, ob diese Mailadresse nicht dahin gehört? Und was man da machen kann, und das habe ich meinem Kunden gegeben, implementiert, ist einfach, wir schreiben in jede Signatur, wenn wir Mails verschicken, wird die signiert, wie auch immer, das kann man auch als S machen. Damit ist es nichts zu tun. Protokoll nichts zu tun. Wir schreiben einfach da rein noch eine Standard-Mail-Adresse oder zu verifizierende Mail-Adresse, die zu dieser Domain gehört. Das kann zum Beispiel einfach sein, gateway@foo.com. Die schreiben wir einfach rein. Dann kann die UPD hergehen und sieht, da steht so eine Mail-Adresse drin, was soll ich mit der Mail-Adresse machen? Gucke ich mit der Mail-Adresse meinen DNS nach. Und umgeschrieben, ne? Ja. Also hier zum Beispiel meine Mailadresse wärme.de.org. Die schreiben wir wie üblich um. Jetzt nach Picard.name und finden jetzt einen Textrekord. Sollte natürlich irgendwann ein richtiges Source-Record dann sein. Momentan hat das mit einem Textrekord implementiert. Und da schreiben wir auch was rein. Da schreiben wir den Fingerprint des Schlüssels rein. Das ist wichtig. Von Versionskennzeichen, damit man weiß, was da für ein Card ist. Und zusätzlich optional kann man da drin schreiben, wo man den Schlüssel herbekommt. Schade, das kann man machen, das ist ganz praktisch. Wenn man halt eine kanonische Adresse hat oder einen Key-Server besonders vertraut und da zuerst hinlegt. Was gut begehrt macht, ist also, wenn es das da ist, ne, dann holt es direkt den Schlüssel von da, vergleicht, ob das richtig ist, ob die Signatur okay ist und kann damit feststellen, dass die Adresse, die da angegeben ist, mit der die ist dann authentisch, wenn die passt zum DNS. Und wenn das der Fall ist, können wir hingehen und vergleichen, ob denn in der Formadresse der Proxy-Domain ist. Und da das unter derselben Administrierkontrolle ist, kann man das nicht mit dem Phishing-Attack ausnutzen. Damit ist das sicher. Das ist dasselbe Prinzip, was also die Domain-Keys machen letztendlich, nur halt abgetrennt von, also letztendlich einfacher, weil das ist. Es ist einfach ein Standardprotokoll implementiert, das ist kein Erweiterung. Ich habe da irgendwie ein paar Stunden gesagt, habe ich sowas implementiert. Und was man jetzt machen kann, ist zum Beispiel, der Benutzer muss das überhaupt nicht angeben. Der MTA, also das Mail-Gateway, kann einfach hergehen und sagen, ja, alles was bei uns rausgeht, das wird einfach signiert mit dem Standardschlüssel. Und alles was bei uns reinkommt, das kontrollieren wir mal, ob das denn auch nach diesem Verfahren authentisch ist. Schon haben wir es. Das kann der MTA machen, das kann im Hintergrund passieren, da muss man nicht was die Clients ändern. Das ist halt so was, was wir momentan haben. Was will man um ein einfaches PKA jetzt, Public Key Association, zu implementieren, wo das halt ja, wenigstens etwas hat, was man im kompletten PKA halt niemals bauen wird. Wiederholen, damit wir sicher verstehen. Ich würde sagen, wir machen hier noch eine kleine Fragerunde. Wenn überhaupt noch Fragen sind, einfach stellen. Eine Frage zu diesen Sachen, wenn man jetzt sagt, man hat mehrere E-Mail-Adressen, die man in einer Signatur zusammenfasst, dann sehe ich da ein Problem mit Spamming. Wenn man sagt, man hat jetzt eine E-Mail-Adresse, und jetzt wechselt man, wenn man sagt, und die ist jetzt so verspannt.
alten Schlüssel, die alte Signatur, wenn dieser Order ist ja die neue Adresse, dann kann ja dies werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Adressen, die wir haben, auf den Key-Server nicht ganz gerne ausgelegt werden. Noch nicht. Doch. Nein, ich habe zwei E-Mail-Adressen, die nur in der Signatur drin sind. Und es wird nicht in großem Maße ausgelegt. Ich kriege inzwischen Spam. Ja, teilweise ist das immer Spam, aber es gibt da der Grund wahrscheinlich sein. Es gibt 2,5 Millionen Schlüssel, glaube ich, auf den Key-Server. Die meisten davon sind überhaupt nicht benutzbar, sind tote Accounts dahinter. Das kann auch schon ein Grund sein, dass man kaum was sieht. Allerdings, ich bekomme keinen. Keinen Spam-Adresse. Ich habe das Anfang auch so gehört. Das passierte erst, sobald meine Adresse veröffentlicht. Und ich habe vorher mal lange Zeit eine andere Adresse schon drin gehabt. Aber Spam ist ein ganz anderes Problem. Ich habe eine Frage, bei PGP gibt es ja sowas wie Additional Description Keys, die ja auch bekannt sind. Ja. Sind bei deinem Produkt jetzt auch sowas an? Nee. Wiederholen der Frage. Nee, Additional Description Keys sind nicht nur PGP Standard drin. Deswegen kommt das gar nicht mit. Nee, das ist Quatsch. Was sie da machen, das ist Unsinn. Ja, es gibt ja verschiedene Ansätze. Also Klugen kann ja, die es jetzt nicht mehr gibt, die hatten ja den Ansatz, dass sie eine zentrale Datenbank gepflegt haben, wo sie die privaten Schlüssel reingeschmissen haben. Und ja, das ist ja bei PGP auch so. Ja, wir legen ja jetzt eher diesem anderen Ansatz von der Description Key, wo halt alle Mails mit diesem Schlüssel nochmal zusätzlich schlüsseln können. Wie man das, also das ist ein Organisationsproblem der Firma. Da gibt es genug mit Möglichkeiten, das hinzubekommen, eine Verpflichtungslösung zu entwickeln. Und diese Zwangsweise, in Public Key zu schreiben, wenn du was an den Schlüssel verschlüsselst, dann verschlüssel das aber auch bitte direkt an den anderen Schlüssel, der dabei steht. Das ist nicht okay und du ignoriert hast, du gibst auch so eine Warnung aus. Wenn er sowas sieht. Und es hat gezeigt, ne, davon wurde vorher lange drüber geredet, was da toll ist, aber das macht das Ganze wieder viel zu kompliziert. Und was haben sie gemacht? Wir haben einen simplen Fehler gemacht dabei. Wir haben wenn man so eine Signatur schreibt, in so einer Signatur selber steht noch drin, dass es die Signatur ist, zu welchem Schlüssel die gehört, damit man die wiederfinden kann. Und in der Signatur kann so eine Notation-Data noch drin stehen. Da kann man beliebige Strings reinschreiben, alles Mögliche. Aus irgendwelchen Gründen gibt es aber einen Bereich in der Signatur, der nicht signiert ist damit, der aber auch so eine Notation-Data enthält, und zum Beispiel dieser Additional Encryption Key. Ist auch sowas, ähnliches Limitation Data, und PGP hat, die haben den versehentlich in diese Unhashed Area allein gepackt. Das heißt, jeder konnte den ändern und einfach ändern und was anderes reinschreiben, zum Beispiel seinen eigenen Schlüssel, und dann wird alles verschlüsselt für den einen und direkt auch an die NSA. Das ist einfach kompliziert, und das Ganze ist eh schon kompliziert, wie man nicht noch komplizierter. Und ich hatte noch eine Frage. Ja, sogar zwei. Und zwar zum einen, nach den in der jüngeren Vergangenheit veröffentlichten Angriffen auf SHA-1, welche Hash-Funktion ist denn empfehlenswert? Es gibt keinen Angriff auf SHA. Es gibt, was man eventuell sagen kann, ist, Nichtwiderrufbarkeit durch einen Hash-Algorithmus heute nicht mehr gewährt sein kann, weil man Kollisionen berechnen kann. Eine Signatur zu fälschen ist sowas ganz anderes. Da dieser Angriff, wenn man sich das Paper auch durchliest, wenn man feststellt, dass ein Second-Pre-Image-Angriff, dass man den nicht finden wird, darauf, nicht auf diese Art, auf diese Methode. Das heißt, man kann Kollisionen berechnen. Irgendwann wird man das auch machen können. Aber ich meine, okay, wir sind jetzt bei 2,65 bei SHA-1 angezogen. Das ist immens hoch. Das ist viel höher, was wir vorher hatten. Was wir theoretisch bei MD5 vorher hatten. Und da war es theoretisch 64. Es ist immer noch höher. Und wir können damit praktisch nichts anfangen. Nichtsdestotrotz,
die Fotografen und so sind immer dahinterher, möglichst sicher zu sein, um sicher zu sein. Deswegen muss man, gehen jetzt alle dahin, was Neues zu entwickeln. Und wahrscheinlich wird man Chart 256 benutzen in Zukunft und dahin gehen. Nur das Problem ist, Chart 256 ist zum Beispiel schweinelangsam. Und wir wollen eigentlich schnell Algorithmus, eigentlich einen sehr schnellen Algorithmus haben. Und Chart 256 benutzt auch den, letztendlich aber die alle sind selben Prinzip nicht. Und die haben halt, ob das Prinzip gut ist, weiß ich nicht. Es ist wirklich schwer, so einen Algorithmus, der überall drin ist, nicht Algorithmus, auf dem alles basiert, zu ersetzen. Das kann man nur in 10 Jahren oder was machen. Es ist keine unmittelbare Gefahr. Also MD5 darf man heute einfach nicht mehr einsetzen, weil man für bestimmte Anwendungszwecke davon nicht mehr einsetzt. Und man sollte es deswegen auch schon einfach. Man sollte seit 10 Jahren schon, seit Dobatina die ersten Angriffe gemacht hatte, sollte man kein MD5 mit irgendwelchen neuen Protokollen einsetzen. Aber es wurde immer noch gemacht. Und man wird in Zukunft auch neuen Protokollen keinen Schaden mehr einsetzen. Aber in dem, was wir haben, das können wir nicht einfach rausschmeißen. Ja, aber was wird man denn einsetzen? Das wissen wir doch nicht. Ich meine, der AES-Prozess, der hat ja 5 Jahre sowas gedauert. Und die Amerikaner sind nicht bereit, dasselbe, was eigentlich sehr positiv war, dieser AES-Prozess, dass das in der öffentlichen Debatte über einen zukünftigen Verschlüsselungsalgorithmus geführt wurde. Dasselbe wollte ich für den Hash-Algorithmus nicht machen. Obwohl das eigentlich angebracht wäre. Und sogar noch viel länger. Weil man hat ja gesehen, dass nachdem AES verabschiedet wurde, da kamen interessante neue Angriffe raus. Also da sollte man sich wirklich Zeit lassen, das kritisch analysieren. Weil es besteht noch keine direkte Gefahr. Und Signaturen, ich meine, in 20 Jahren, was hat die Signatur zu sagen? In welchen Fällen ist die so wertvoll in 20 Jahren noch? Die elektronische Signatur. Tag für Tag. Ja, wenn man einen Kreditvertrag hat, aber da hat man ja auch, das macht man nicht elektronisch. Das hat man Papier und dann kennt man die Leute, da sind mehrere Parteien beteiligt, da gibt es noch ganz andere Verfahren. Ja, ja. Ich habe noch eine zweite Frage. Und zwar, welche Smartcards würde man denn sinnvollerweise einsetzen für Linux? In Verwendung mit Linux? Also welche funktionieren vernünftig mit der Software, die es gibt? Also UGP unterstützt zurzeit eine Smart, also UGP und OpenBGP-Version. Unterstützt eine Smartcard, das ist eine Smartcard nach der OpenBGP-Spezifikation, die da von mir und einem Kollegen stammt. Die es aber auch in Hardware halt gibt und kernelconcept.de, die vertreiben die Karte auch in kleineren Stückzahlen. Es gibt einen zweiten Hersteller inzwischen, der die gleiche Spezifikation für seine Karten jetzt auch benutzt. Also Prism in Südafrika. Ja, wir wollen halt einfach einen Standard einfach etablieren, weil dann einfach diese Wildwuchs bei den ganzen quasi ISO-Standards. In GNU-PG 1.9, also was GNU-PG 2 gehört, kann man auch PKC-15-Karten unterstützen, also diese Telesec-Karten, was eigentlich alle Karten, die es in Deutschland für qualifizierte Signaturen gibt, die müssen eigentlich funktionieren alle. Also die Telesec-Karte, die funktioniert, die kann man machen, da kann man letztendlich eine qualifizierte Signatur mit erzeugen. Seit vorgestern funktioniert der belgische Personalausweis-Karte, also die ID-Karte aus Belgien. Und die wird in Zukunft gerade auch funktionieren als SSH-Karte. Aber die kriegt man nicht so leicht, wenn man kein Belgier ist. Ja, ich weiß nicht, es gibt da so politische Debatten. Aber es ist schwieriger bei Smartcard ist einfach, Smartcard und eine einzelne Smartcard zu bekommen. Was ist denn da noch eine Frage? Ich habe eine Frage zum Key-Server. Die sind jetzt zur Zeit ein riesiges Datenbestand. Gibt es da sinnvolle Möglichkeiten, das zu ändern? Oder da gibt es dieses komische Global Directory, das ich sehr suspekt finde. Wie ist da die Meinung zu? Vielleicht ist das Global Directory oder. Ja. Naja, das ist ja halt kein Geschäftsmodell, ne? Offensichtlich zur Zeit Schlüssel, ja, von den ganzen Unterschriften, die wir erzeugen, runter, dass die auch auf den normalen Keystore inzwischen landen durch irgendwelche anderen Leute, ist nicht so schön. Naja, weiß ich nicht, aber da kann man wenig machen gegen die Schlüssel. Ich meine, man kann natürlich einen Ping senden an alle Mailadressen, die da drin sind, um die aufzuräumen, das könnte man natürlich machen.
Aber letztendlich, ich meine, das sind 3-4 Gigabyte oder so, Daten, das ist so nichts. Ich weiß nicht, ich betreibe keinen. So. Also, ist hier mit noch Fragen? Ich habe noch eine Frage, und zwar habe ich mit welchem Computer gesprochen. Das war irgendwie GPT, ja, DSA-Schlüssel bis 1024 GB. Jetzt war es so, dass bei RSA heißt das ja, man soll irgendwie 2048 oder möglichst lang machen. Ist jetzt, ich glaube, oben SSL oder so, die, glaube ich, weiß ich nicht, bestimmt, aber Ihnen kann man eine Bitlänge angeben, da stand das von auch 2048. Wie sind es jetzt mit den DSA-Schlüsseln und werden der Sicherheit, wenn bei RSA ja so relativ lange Schlüssel empfohlen werden? Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage des NIST, die in Amerika dafür verantwortlich sind. Die sind seit Jahren dran, ja. Es gibt ein SHA-2, also was jetzt SHA-256 ist, damit beide das brauchen, um dann eine höhere Schlüssellänge für DSA haben zu können. Jetzt haben wir SHA-256 seit 2 Jahren so, aber es ist immer noch nichts passiert mit DSA. Ich weiß auch nicht, was da dahinter los ist. Wir können kaum anfangen, um DSA zu implementieren mit längerer Schlüssellänge, solange es keinen Standard dafür gibt. Es gibt ein paar Sachen weiter, also nachher werden wir nicht interoperabel dabei. Technisch ist überhaupt kein Problem, das zu machen. Das ist eine willkürliche Beschränkung letztendlich. Aber es ist halt so, bei DSA muss die Länge des Hechs muss übereinstimmen mit der Länge eines Parameters DSA. Deswegen ist das nicht so ganz trivial, die Länge hochzusetzen bei RSA. Ob das sicher ist, also sicher ist immer das, was will man damit schützen? Also mir reicht ein Vorschlag. Die Empfehlungen sind ja zurzeit, dass irgendwie Endnutzerschlüssel können noch ein Grad sein für qualifizierte Signaturen in Deutschland. Und CA-Schlüssel sind, glaube ich, in Belgien müssen die nächsten 15:36 sein, und dann muss darüber dann 2K RSA sein. Wir brauchen uns auch alles 2K RSA. Problem bei der Sache ist halt, dass Smartcards mit mehr als 1024 Bit gibt es nicht. Noch nicht. Die wird es jetzt geben mit der Gesundheitskarte. Weil dann Massenmarkt dafür da ist, dass es dann für die Schiffhersteller auch lohnt sich, das Schiff zu produzieren. Das ist der rechten Seite noch Fragen. Du hast vorhin angesprochen, von wegen schnelle Verarbeitung, also kleine Schlüssel, schnelle Verarbeitung und so weiter. Jetzt habe ich aber gesehen, dass es sogenannte Fotobereiche gibt. Wenn jetzt irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, Fotos hinterlegen kann im Schlüssel. Das wäre denen ja wahrscheinlich unheimlich auf. Der Sinn ist mir irgendwie unklar. Mir auch nicht. Das ist. Ja. Also es ist auch toll, dass ein PGP, da kann man sich noch unsere Foto drücken. Ich glaube, es gibt auch, PGP kann man das auch machen, also das ist ja auch schon mal tja, guck mal, das ist eine Marketing-Idee von denen gewesen. Ich meine auch nicht, dass das Sinn macht. Das ist der Video ist natürlich auch. Ich meine, manche sind mehr durch Sensoren aufgedreht als die Fotos, aber. Das ist auch nicht so sinnvoll. Das ist halt, das war einfach so. Die Geschichte ist einfach, dass plötzlich entdeckt man, hey, was ist das für Schlüssel? Was ist das denn für ein Paket? Das gibt es gar nicht. Und ich glaube, es war noch mit während der Spezifikation oder kurz nach der Spezifikation von OpenCGP, da gab es die Mikroberichten, also der Media, wie wir gerade hießen, dann trotz ja, wir müssen mal diese Foto-IDs und sowas haben. Ja, dann haben sie das auch offengelegt, wie das Verfahren ist und was sie da reinpacken. Und dann hat die Working Group gesagt, okay, das packen wir in Standard rein, als Attribute mehr jetzt. Also es ist ein Draft drin, wie viele neue RT und alles rauskommt. Ne, ich halte auch nicht für besonders sinnvoll. Okay, ich würde sagen, wir beschließen jetzt für den Vortrag quasi den offiziellen Teil. Der Plan ist, dass wir danach dann noch in eine Kneipe gehen. Ich würde da das. Bitte? Was heißt? Ich würde vorschlagen, bevor wir in die Kneipe gehen, vielleicht noch.